Also wir haben das Thema gehabt, öffentliche und nationale Förderungen in der neuen GAP 2020. Das ist natürlich jetzt ein großes Thema, das steht dann kurz bevor. Es ist jetzt die Erkenntnis gekommen, dass man die bestehenden Modelle weiterentwickeln soll, nichts Neues erfinden. Das, was gewünscht wird, dass der regionale Spielraum einfach größer wird, das heißt, diese Länderkompetenzen sollen erhöht werden, zielgerichteter. Und ein großes Thema ist auch noch diese Vereinfachung, das heißt bei Investitionsförderung, dass man Pauschalzahlungen anbietet. Über das Thema kann man lang diskutieren, das wird auch ein großes Thema in den nächsten zwei Jahren sein. Und wie einer heute schon gesagt, es wird eine politische Entscheidung sein und wer ist die Politik, das sind wir und wir haben dann auch Einfluss auf diese Fördermaßnahmen indirekt. Ganz kurz zum Thema nationale und öffentliche Förderungen.